Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio. Ich begrüße euch zu einer heutigen, wenn man will, Sondermitteilung am 2. Juni 2012. Ich wollte mich jetzt auch nochmal spezifisch melden zu all den Ereignissen der letzten Woche, wenn man so will. Denn zur Erinnerung, am 22.05.2012 wurden mir ja meine ganzen Sendeanlagen durch das Beschlagnahmen von Computern, Audiogeräten, Kameras, Mobiltelefonen, andere sonstige Datenträger, wie auch immer, wurde mir ja unmöglich gemacht, sodass ich also derzeit meine Webseite wakenews.net als Newsmedium nicht aktualisieren kann. Und auch Wake News Radio als solches ist zurzeit nicht erreichbar, sondern ich bin ausgewichen auf einen Partner, der hier wunderbar mit mir zusammenarbeitet, nämlich orkitalk.com Radio, wo ich jetzt also trotz dieser Schwierigkeiten immer dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr live sende. Der Link findet sich unten dann in der Beschreibung dieses Videos. Und das ist also ganz wichtig, dass ihr mich da weiterhin unterstützt und immer dabei seid, um auch die letzten Neuigkeiten zu erfahren. Und ganz wichtig ist es natürlich, dass wir hier diese Einschränkung von Meinungs- und Pressefreiheit dokumentieren. Und deswegen wollte ich heute auch noch mal zu einer Veröffentlichung hier etwas sagen. Nämlich habe ich heute den Artikel bei meinem Blog mywakenews.wordpress.com hochgeladen. Nämlich Detlef von Wake News Radio. Die wollen mich mundtot machen. Und dieser Titel bezieht sich auf eine Veröffentlichung in einem Matrix-Medium, nämlich in der Basler Zeitung, die also auch nicht umhin kamen, dann darüber mal zu berichten, weil es ja hier direkt vor Ort in Basel geschah. Und wenn man dann mal irgendwann im Fernsehen ist, dann ist der Druck groß genug. Nicht? Ich hatte ja ein Interview auch bei Schweiz 5 Fernsehen, das ist Time to Do mit dem Norbert Brackenwagen, was ziemlich rumgegangen ist. Es gibt da auch ein Video inzwischen. Das ist alles da in Linkform in diesem Artikel vorhanden. Kann jeder nochmal sich nach informieren, sollte er es noch nicht gesehen haben. Und dieser Artikel, gut, der beschreibt im Wesentlichen das, was ich mündlich auch nochmal mit dem entsprechenden Journalisten, der das dann auch in der Basler Zeitung veröffentlicht hatte, am 31.05.2012. Das ist auch überwiegend alles richtig. Es sind ein paar Kleinigkeiten da nicht ganz richtig wiedergegeben, aber das ist nicht so tragisch. Und die Tonalität ist natürlich, dass man mich so ein bisschen da lächerlich macht. Aber ich habe ja auch nichts zu verbergen. Ich habe dort auch gesagt, wie es ist. Und wenn man sich dann darüber lächerlich macht, ist das immer die Sache desjenigen, der das dann entweder durchschaut oder nicht. Und es gibt da sehr viele Kommentare dabei. Also letzter Stand waren irgendwie 23 Kommentare. Und die waren also überwiegend eigentlich so, dass die durchschaut haben, dass man hier versucht, jemanden lächerlich zu machen, der die Wahrheit sucht und sie auch aufdeckt und belegen kann. Ja. Deshalb lese ich hier mal den vor, der hier also immerhin an der Spitze steht, der beliebtesten Kommentare mit über, also derzeit 131 positiven Zustimmungspunkten. Der schreibt, warum wird die Arbeit dieses Mannes ins Lächerliche gezogen? Leute wie er sind, solange sie ihre Artikel mit Quellen belegen können, eine gute Alternative zu den Mainstream-Medien. Und so weiter. Ne? Könnt ihr euch ja dann durchlesen. Besucht die Seite ruhig, weil wir müssen ja auch die Massen- oder Matrix-Medien darin unterstützen, über solche Dinge zu schreiben. Auch wenn sie ja nicht unbedingt immer so das dann unterstützen dürfen, was in den alternativen Medien, den neuen Medien, wie sie jetzt auch heißen, so publiziert wird. Also insgesamt finde ich den Artikel gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen trägt er dazu bei, dass jetzt eben die Angelegenheit auch weltweit mit bekannt wird. Ich verlinke ihn ja auch hier und ich habe auch noch eine Pressemitteilung heute rausgegeben darüber. Das geht dann rum und wir wissen ja auch, das Internet vergisst nichts. Ne? Okay. Aber ich dachte, ich lese euch noch mal kurz hier meinen Artikel heute vor, denn nicht jeder hat die Zeit, immer das alles auch zu lesen. Aber viele hören eben dann auch das Video dann mal oder irgendeine Sendung. Und ich zitiere hier aus meinem eigenen Artikel bei mywakenews.wordpress.com, Detlef vom Wake News Radio. Die wollen mich mundtot machen.
Und da heißt es, Detlef vom Wake News Radio erläutert im Fernsehinterview detailliert die Geschehnisse des Überfalls seitens staatlicher Gewalt auf die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit in der Schweiz. Sämtliche Sendeanlagen, Computer, Audiogeräte, Datenspeicher, Kameras, Mobiltelefone und vieles mehr wurden durch ein Schweizer SWAT-Team in der Privatwohnung des investigativen Journalisten Detlef Hegeler beschlagnahmt und weggeschafft. Und dies im Auftrag von Behörden der Nichtregierungsorganisation BRD, Bundesrepublik Deutschland, die hier offenbar einen besonderen Draht zwischen Lörrach und Basel-Stadt haben. Zurzeit bemühen sich Anwälte, die wirklichen Hintergründe dieser machtvollen, repressiven Demonstration der Regierungen gegen das Volk, den Souverän und dessen Rechte in Erfahrung zu bringen. Denn bislang stehen für diesen Einsatz, der übrigens zeitgleich auch in Lörrach bei einem anderen Journalisten stattfand, der mit Detlef verwandt ist, nur zwei unbewiesene Worte im Raum: üble Nachrede. Offenbar hat Detlef irgendwo in ein Wespennest gestochen bei allen seinen investigativen Recherchen und Berichten. Zeitgleich findet gerade auch das Bilderberger-Treffen, dem Lenkungsausschuss der Mächtigen, die Detlef die DIMS, dominante irrsinnige Minorität, nennt, in Chantilly, Virginia statt. Ja, Hinweise nochmal hier in eigener Sache. Zurzeit können das Internet-News-Medium wakenews.net nicht aktualisiert werden. Das Internetradio Wakenews Radio kann leider auch zurzeit mangels konfiszierter Hard- und Software nicht ausgestrahlt werden. Wir bitten da um Entschuldigung. Daher sendet Detlef zurzeit immer dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr live auf dem Internetradio orkitalk.com. Diese Ausfälle haben bereits zu erheblichen Schäden geführt. Entsprechende Schadensersatzansprüche werden zurzeit zusammengetragen, geprüft und werden dann in Form von Klagen gegenüber den verantwortlichen Behörden, Personenkreisen in der Schweiz und in der BRD eingereicht. Ein Spezialistenteam aus den USA prüft derzeit ebenso entsprechende Schadensersatzklagen in den USA. Wir werden sehen, ob und wie lange die Regierungen und die verantwortlichen Personen in den Leitungsfunktionen die freie Meinungsäußerung, die Pressefreiheit noch unterdrücken können. Es ist ja fast wie in einer Bananenrepublik mit einer Diktatur, oder? Tja, und wer den Artikel da nochmal nachlesen will, mit an den Links auch zu dem Thema, der findet das hier in der Beschreibungsbox dieses Videos auch und sollte mal ruhig tun. Und sich überlegen, was das eigentlich heißt für uns, nicht, wenn man die Pressefreiheit einschränkt. Und ich war da sehr erstaunt, weil ich fand also eine ganz wichtige Information, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, von der BRD-Bundesregierung, auch auf der Webseite der Bundesregierung, nämlich der bundesregierung.de. Und das unter dem Stichwort Pressefreiheit. Und da gibt es einen hochinteressanten Artikel, den ich hier teilweise zitieren möchte. Und zwar vom Donnerstag, den 3. Mai 2012, mit dem Titel Demokratie braucht Pressefreiheit. Und ich zitiere jetzt hier dort: Journalismus ist in manchen Ländern ein gefährlicher Job. Journalistinnen und Journalisten werden unter Druck gesetzt, bestraft oder gar ermordet. Der Internationale Tag der Pressefreiheit erinnert unter anderem daran, dass freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit und der Zugang zu Informationen keine Selbstverständlichkeit sind. Jetzt geht's dort weiter. Wo Informationen und Meinungen unterdrückt, manipuliert oder einseitig gelenkt werden, da werden meist auch andere politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Menschenrechte verletzt, betonte Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2012. Die Bundesregierung setzt sich deshalb für das Recht auf freie Meinungsäußerung als unveräußerliches Menschenrecht ein. Denn das ist die Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Wenn Menschen keine Stimme haben oder ihre Stimme nicht gehört wird,
dann ist eine nachhaltige Entwicklung, die alle Bevölkerungsgruppen teilhaben lässt, nicht möglich. So Niebel. Und es heißt weiter dort: Mit dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, in Klammern World Press Freedom Day, wird seit 1994 jedes Jahr am 3. Mai auf Verletzungen der Pressefreiheit hingewiesen. Auch die grundlegende Bedeutung freier Berichterstattung für die Existenz und das Funktionieren von Demokratien wird dabei in den Mittelpunkt gestellt. Die UNESCO hat den Internationalen Tag der Pressefreiheit initiiert. Daraufhin erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 3. Mai zum Welttag der Pressefreiheit. Interessant, gell? Jetzt geht's weiter. Unabhängige Medienstrukturen schaffen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ abgekürzt, fördert die Entwicklung von freien und unabhängigen Medien in Entwicklungsländern. Puh, ich hoffe auch hier bei uns. So kann ein politisches und wirtschaftliches Umfeld geschaffen werden, in dem sich eine pluralistische Medienlandschaft entfalten kann. Jeder soll seine Meinung frei von Angst und Repression äußern. Ja, und die Pressekonzerne und Medienkonzerne sollten nicht in der Hand von rum paar wenigen sein, oder? Und es geht weiter. Das BMZ fördert in vielen Ländern die Ausbildung von Journalisten. Wow, und was bildet er die denn aus? Ist das eventuell, wie man ja, Hardware und Software konfisziert und Kameras einkassiert und Wohnungen durchsucht bei freien Journalisten, wie geschehen hier in Lörrach und hier natürlich in Baselstadt? Und es geht weiter. Wichtigster deutscher Partner für die internationale Medienförderung ist für das BMZ die Deutsche Welle Akademie, die weltweit hohe Anerkennung genießt. Ja, an die müssen wir uns dann nochmal wenden. Ne? Und dann heißt es, Reformen in arabischer Welt unterstützen und so weiter. Okay, das könnt ihr euch dann durchlesen. Das geht dann da. Ne? Also überall wird es gefördert, nur hier in der BRD nicht. Und in der Schweiz auch nicht. Das ist also auch interessant, Leute. Also ich hoffe, ihr hört weiter auch bei mir zu, hier bei Detlef von Wake News Radio, derzeit bei orkitalk.com. Und irgendwann werden wir auch ein paar Sachen wiederkriegen. Und sobald wir die haben, auch wenn ihr mich unterstützen wollt, ich brauche natürlich wirklich hochaktuelle Sachen, also alte Computer oder ausrangierte, die Leistungen nicht haben, helfen mir nicht wirklich. Es ist ein netter Gedanke. Ich habe da schon viele Angebote bekommen, aber es müssen aktuelle Sachen sein. Sonst können wir hier mit dem Programm und also mit den Software-Dingen und so und den Gerätschaften nicht arbeiten, die wir brauchen, um wirklich eine hochqualitative Sendung zu machen. Also wer da mit helfen will, dass ich wieder auf die Beine komme, auch journalistisch, kann das tun. Einfach mit mir in Verbindung setzen unter radio@wakenews.net. Das wäre klasse. Wir gemeinsam schaffen das und wir werden sehen, was wir da noch alles Tolles herausfinden über die Geschichte. Und ich bleibe am Ball, ihr wisst das. Hier ist der Detlef vom Wake News Radio. Bis bald. Ja, und nicht zu vergessen, nicht? Diese doch interessante Information bei Reporter ohne Grenzen für Informationsfreiheit zu finden unter der Webseite reporter-ohne-grenzen.de. Den Link stelle ich auch unten mit hinein in die Beschreibung dieses Videos. Das möchte ich euch auch verlesen, nämlich da gibt es auch eine Analyse von Deutschland, gemeint BRD, Bundesrepublik Deutschland, Rangliste der Pressefreiheit 2011. Und da steht, Deutschland nimmt mit Platz 16 weiterhin eine stabile Mittelposition innerhalb der 27 EU-Länder ein und verbesserte sich gegenüber dem vergangenen Jahr um eine Position. Okay, also hier steht dann weiter, Verfassungsgericht als Hüter der Pressefreiheit. Das Bundesverfassungsgericht garantiert traditionell einen hohen Stand der Pressefreiheit. Wieso denn nur das Bundesverfassungsgericht? Na gut, hier geht's weiter. Trotzdem versucht die Exekutive immer wieder journalistisches Material zu beschlagnahmen. Zum Beispiel durch die Polizei bei den jüngsten Castor-Transporten. Und die Herausgabe von journalistischen Mobilfunk-Verbindungsdaten bei der Strafverfolgung Dritter zu erzwingen.
Im Dezember 2010 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Durchsuchung eines privaten Radiosenders für verfassungswidrig, der 2003 das Telefonat mit einem Polizeisprecher mitgeschnitten und gesendet hatte. Oh, Klingeling, ja. Beobachtung von Journalisten. Immer wieder sind Journalisten von der Auswertung ihrer Verbindungsdaten durch Polizei und Justiz betroffen. Bekannt wurden zudem Versuche von Bundesbehörden, Spionagesoftware auf fremden Computern zu installieren. Sogenannte Bundestrojaner. Eine Abhörmaßnahme, die auch Journalisten treffen kann. Die Anzahl abgehörter Telefonate von Journalisten ist in den öffentlich zugänglichen Statistiken nicht gesondert ausgewiesen. Sollte man vielleicht dem Herrn Niebel nochmal zuschicken, gell? Das heißt weiter, Quellen- und Informantenschutz. Während diese Problematik fast alle westlichen Industrieländer betrifft, fällt Deutschland gegenüber einigen, vor allem nordeuropäischen Ländern, in der Reporter ohne Grenzen-Rangliste leicht ab. Weil diese Länder die Quellen und Informanten von Journalisten sorgfältiger und aktiver schützen. Also mit der BRD hat es da ein Problem. In Deutschland hat die Justiz dagegen noch nicht endgültig darauf verzichtet, undichte Stellen in staatlichen Apparaten, in Klammern Whistleblower, zu ermitteln. In solchen Fällen werden Verfahren gegen die publizierenden Journalisten eröffnet, um die Beschlagnahme ihrer Materialien zu rechtfertigen. Klingelingeling, üble Nachrede bei Wake News Radio. Und dann heißt es weiter. Zugang zu Behördeninformationen. Auch die Umsetzung des Rechts auf Zugang zu den Akten öffentlicher Stellen macht nur langsame Fortschritte. Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht im November 2011 entschieden, Bundesministerien dürfen die Herausgabe von Akten nicht mehr mit der pauschalen Begründung ablehnen. Die Unterlagen betreffen die Regierungstätigkeit. Dennoch scheitern journalistische Anträge immer wieder an Ausnahmen in den Informationsfreiheitsgesetzen von Bund und Ländern, zum Beispiel bei öffentlichen Unternehmen oder der Vergabe staatlicher Aufträge, sowie an der langen Verfahrensdauer vor Gerichtsprozessen. Wirtschaftskrise und Pressekonzentration. Strukturelle Probleme beeinflussen die Vielfalt und Unabhängigkeit der Berichterstattung in Deutschland ähnlich wie in anderen westeuropäischen EU-Ländern. Weil Printmedien auf dem Anzeigenmarkt immer weniger einnehmen, wird in den Verlagen massiv gespart, Redaktionen werden zusammengelegt und die Zahl eigenständiger, vor allem lokaler Tageszeitungen sinkt. Akkreditierung. Probleme bereitet vielen, vor allem Bildjournalisten, also Bild nicht von der Blindzeitung, sondern ja, als Bild, ja, die Bilder machen die Journalisten, so ist es gemeint. Also vor allem Bildjournalisten, die zunehmend restriktive Akkreditierungspraxis von privaten und halböffentlichen Veranstaltern, vor allem Konzerte und große Sportereignisse, sie schränken die Berichterstattung ein oder machen die Akkreditierung von einer vorherigen Überprüfung durch den Verfassungsschutz abhängig. Wer dazu Fragen hat, wendet sich bitte an den Pressekontakt der Reporter ohne Grenzen, Ulrike Gruschka, ja, oder presse@reporter-ohne-grenzen.de. Aber im Link steht das alles nochmal drin. Das wollte ich unbedingt vorlesen. Also bis dann.